Hallo und herzlich willkommen zu Sky Factory 3! Yay! Yay! Yeah. Ja, wir sind wieder da. Frisch ans Werk. Nach langer Zeit. Genau, bevor wir jetzt hier doof rumlabern, würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf den Server drauf. Ja, okay. So, Server beitreten. Kannst du aus mir rausgehen? Danke. Ich war noch gar nicht da. Oh, doch. Ah. Ja. Hallo. Da noch sind wir. Städte, hallo. Ja, hallo erstmal. Warte mal, ich muss mal einmal Hallo sagen. Hallo, hallo. Einmal winken. Ja, abgedrehtes Spiel. Warum fliegen Sachen hinter dir her? Das war weird. Abgedrehtes Spiel, Pat. Muss man schon sagen. Ja, ich habe keine Ahnung. Du hast das vorgeschlagen. Ich habe mich überreden lassen. Also Fakt ist erstmal. Erstmal zu den Fakten. Wir haben Baum. Jo. Und wir haben... Doch. Wir haben ein Stück Erde. Und die Sachen, die in unserem Inventar sind. Okay, ich habe jetzt rechts hier aber ganz viele Sachen noch zur Auswahl. Was denn? Ja, ich kann alle Blöcke und so nehmen. Bist du im Cheat-Modus oder was? Anscheinend. Also ich kann Du kannst die da rausnehmen? Mache ich jetzt gerade nicht, aber ich kann hier die Sachen aussuchen oder ist das nur zum Klick Gucken? Mal an. Ah, wie ich das baue, okay. Also du hast noch nie Feed the Beast gespielt, ne? Nein. Cool. Das sind, also du kannst dir da quasi sämtliche Rezepte raussuchen. Da gibt es dann in der Regel auch neben dem Rezept so ein kleines Pluszeichen. Und wenn du jetzt in der Werkbank wärst, könntest du das quasi direkt, wenn du die Sachen hast, in die Werkbank so legen lassen. Ist ganz praktisch. Kommen wir aber dann mal später zu. Okay. Jetzt haben wir erstmal einen Baum. Jo. Wie wäre denn dein Vorschlag, was wir jetzt damit machen? Ja, ich denke mal, wir müssen hier schon irgendwie auch noch woanders hinkommen. Also müssen wir hier das Stück Holz bräuchten wir, denke ich mal. Also tatsächlich, das Allerwichtigste ist am Ende, dass wir ein Sapling herauskriegen. Also ohne so ein Sapling sind wir am Arsch. Oder Sapling oder Setzling, wie auch immer man das nennen will. Hey, weißt du was? Mhm. Guck mal nach unten. Siehst du das? Was ist denn da? Siehst du das nicht? Die zwei X'e? Sind das noch die X'e, wo wir gestorben sind, irgendwann mal? Aber das sind nur die Todespunkte, ne? Die kann man wegmachen. Irgendwann mal ist gut, da steht Tag und Zeit dran. Die Frage ist nur, welche Taste das war. Ich weiß es nämlich gerade leider nicht mehr. Ist das doch hier? Waypoints? New Waypoints? Save? Enabled? Ich bin da immer ein bisschen zu blöd für. Ah ja. Irgendwann kommen wir da noch hin und holen wir unsere Sachen zurück. Ich glaube, die liegen da nicht mehr. Das sind tatsächlich nur noch die Todespunkte selber. Ach so. Die Sachen sind nicht da. Zumal da ja nichts drin war. Wir haben ja quasi nicht mehr gehabt, als wir jetzt gerade gehabt haben. Ja, ich würde sagen... Du fängst an. Ich fange an. Ja, ich würde das Stück Blatt hier eigentlich erstmal wegmachen. Ne? Hau rein. Lass mich weggehen. Hau mich nicht. Ja. Ich bin total unsicher. Ich will keinen Fehler machen. Minecraft halt. Hau den Baum weg. Okay. Zumindest erstmal, ich würde sagen, zwei Klötzchen. Und dann machen wir eine Werkbank. Da musste ich jetzt wieder an die Omas denken. Und wenn du die Werkbank fertig hast, ne, dann stellst du die nicht hin, sondern dann legst du die nochmal in dein Inventar und dann kriegst du so eine andere Werkbank. Und die stellst du hin. Ja, einen Moment. So, Benchmarking, genau. Die ist cool.
So, ja, wo wäre es denn jetzt mal praktisch? Hier oben am besten? Nee. Ja, stell erstmal hin. Genau. Leg mir mal bitte das Holz da rein. Müsste eigentlich gehen. Warte mal. Wie benutze ich denn die Werkbank? Mit Ach, da, einem Entschuldigung. Rechtsklick. Ja. Genau. Genau, siehst du, jetzt könnt mal, das wird ja mit der anderen Werkbank gar nicht gehen. Aber mit der Werkbank bleibt das da drin liegen. Wenn ich jetzt so ein Rezept da reinlege, dann bleibt das Rezept auch erhalten. Ne? Und da zeige ich dir mal ein Rezept. Das sieht so aus. Und damit machen wir nachher die Blätter weg. Aber erst bauen wir uns jetzt mal den Baum ab. Weiter. Die Werkbank kannst du wieder mitnehmen. Einfach kaputt hauen, ne? Ja. Uah. Fall nicht runter. Also ein bisschen. Warte. Ach nee, warte mal. Lass uns direkt so einen Cropplot machen. Ich bin doof. Das war dumm. Echt, ich bin so doof. Ehrlich. Ich wollte dir jetzt einfach mal vertrauen. Also ich habe jetzt gedacht, da du ja das Na, Zeug da schon hingelegt nimm hast. dir den raus, den, was ich da gebaut habe. Genau, und damit hauen wir jetzt auch die Blätter erstmal weg. Weil die Chance, jetzt einen Sapling zu kriegen, ist damit wesentlich größer. Oder ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel einen Apfel gekriegt. Und ich habe einen Sapling. Können Okay, wir müssen wir noch noch weitermachen? eine Reihe können wir noch, ne? Oh, ich habe auch einen. Die ist jetzt gerade eine runtergefallen. Die unterste Reihe lassen wir stehen. Wie wir hier am Rumkrauchen sind. Voll die Schisser. So, wie viele habe ich Oh, denn jetzt? ich mach mal weiter. Ich habe zwei Setzlinge. Okay. Aber da fällst du doch jetzt runter, oder nicht? Jetzt mache ich nicht weiter. Ja, und wie kommst du da jetzt wieder weg? Ja, das ist das große Problem an Sky Factory. Wir kommen hier nicht weg. Wir kommen hier nicht weg. Wir sind hier gefangen. Aber ich versuche uns das gerade mal ein bisschen gemütlicher zu machen für den Anfang. Oh, ich kann das nicht, ehrlich. Ich hasse das wirklich, wie die Pest, das zu tun hier. Aber ich fliege gleich wieder runter. Ich sehe das schon kommen. Sei vorsichtig mit der Werkbank. Ich glaube, da funktioniert Shift nicht drauf. Oh, okay. Aber hast ja jetzt schon umgebaut. Ja. Okay. Ja, super. Soll ich jetzt noch hier oben bleiben, um die Blätter abzubauen, oder? Nee, du kannst runterkommen. Wir bauen, machen uns das jetzt hier ein bisschen größer. Und dann zeige ich dir jetzt gleich noch einen anderen kleinen Trick. Dafür musst du möglicherweise in deinen Einstellungen rein. So. Okay, der ist jetzt doppelt, sei es drum. Ich nehme jetzt hier diesen Kock wieder. Aber ich hau nicht jedes Blatt einzeln ab, sondern bei mir ist das Steuerung, habe ich aber so eingestellt, die Taste. Und konnte alle auf einmal abhauen. Und das, was Ah. dabei runterfällt, das kriegst du in der Regel auch direkt in dein Inventar. Ist sehr praktisch. Findest du unter Options Control relativ weit unten. Unter Ore Excavations. Und da steht Excavate. Die Einstellung für Excavate. Exkavate mit C. Ich habe das ja sowieso auf Deutsch. Okay, dann kann ich dir nicht sagen, was da steht. Ich weiß nämlich im Moment echt nicht, was Excavate heißt, muss ich zugeben. Ja, manche Sachen sind hier zwar auf Englisch, aber
Schraubenschlüsselmodus, Elektromagneten, Zeige verwenden, Rezept, Flüssigkeit, Einstellbildschirm, Spieler markieren, Perspektive wechseln. Unter welcher Kategorie ist das denn? Zusätzliche Es ist Stufen? ziemlich weit unten. Findest du das? Wenn ich jetzt ganz nach unten scroll und dann Refined Storage. Das ist ganz unten. weiß ich nicht, 4, 5, genau, darüber kommt Weiler, dann kommt Tools, Simply Jetpack 2, RF Tools und dann kommt Ore Excavation. Toll, das ist auch noch bei mir anders angeordnet. Ja. Naja. Ich war schon froh, dass ich die Taste bei mir gefunden habe. Sonst müssen wir für nächste Folge mal da genauer Ja, nachgucken, genau. dass du das auch kannst. So, wir haben schon wieder einen Baum gepflanzt. Blöderweise ist jetzt Nacht, deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt funktionieren wird. Aber wir haben ja eine Fackel und dafür stelle ich einfach mal die Fackel auf. So haben wir auch Licht. Und weißt du, was wir jetzt machen? Stell dich mal vor den Baum. Und drück ganz schnell, naja, nicht ganz so nah, ganz schnell Shift. Cool. Okay. Du bist ja richtig gut, Mann. War das schon immer so, dass man das konnte? Nee. Das ist jetzt die Frage, die dich die ganze Nacht herumtreiben wird und du wirst nicht schlafen können. Ja, Du, auf sag jeden mal, Fall. da fällt mir gerade was ein wegen Fackel und Licht und gibt es hier Kreaturen? Ah. Aber weißt du was? Guck mal, ich habe ja jetzt halbe Blöcke genommen, ne? Jo. Kennst du das Tolle an halben Blöcken? Auf Nicht. der unteren Hälfte spawnen keine Monster. Ah, nee, sieht man. Ist tatsächlich so. Also, wenn du jetzt hier oben einen drauflegst oder den oben dran machst, da können Monster drauf spawnen. Unten können die nicht spawnen. Praktisch, gut. Ja, ich finde, das können wir echt gut gebrauchen gerade. pass mal auf. Jetzt ist ja wieder, das ist wieder dieser Excavation-Knopf, ne? Ich muss jetzt irgendwas in der Hand nehmen. Ich könnte zum Beispiel den Sapling nehmen. Und wenn ich jetzt diesen Knopf gedrückt halte und den Baum abbaue, dann baut er auch den ganzen Baum ab. Ist hierfür auch wieder eine ganz feine Sache. Verbraucht aber auch dementsprechend mehr Energie. Tatsächlich. Ja gut, da kommt ja wahrscheinlich auf dasselbe hinaus, ne? Auf jeden Fall haben wir. Also ich habe jetzt nur 8 Saplings hier. Ich habe noch vier. Und wir haben schon wieder 4 Holz. Und daraus kann man ja gut wieder. Ach Quatsch. 5 Holz. Und daraus Gut, kann man ja das war gut länger wieder gedauert. diese Dinger machen und vielleicht hier ein bisschen angenehmer gestalten. Ich versuche das mal und versuche nicht dabei runterzufallen. Eigentlich bin ich ja überhaupt gar nicht ein Fan von so einer Welt hier, ne, wo man so runterfallen kann. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Also ich bin ja lieber eigentlich unter Tage. Da kann man aber auch ganz gut runterfallen. Das stimmt. Ja, unter Tage, ich muss dich jetzt, also, auch wenn das hart ist, aber ich muss dich jetzt enttäuschen. Unter Tage haben wir ja eigentlich gar nicht. Aber Doch, das ist wir richtig. müssen farmen. Wie die armen Irren. Um was aus uns zu machen. Bin jetzt wieder hier nach dem schneller bauen, bin ich wieder gerade hier am Suchen. Schneller bauen? Ach so. Schnell abbauen. Ja, man hätte das vorher, also man hätte das vorher besprechen können. Wir wissen natürlich wieder, wie schlecht vorbereitet, aber
Wie immer, wahrscheinlich ist auch die Aufnahme total genial. Genau, ich klopp den Baum einfach mal eben mit einem Wurm weg. Hast du auch schon Würmer gekriegt? Einen Moment, muss ich mal kurz gucken. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, zwei. Da ist irgendwas Rotes runtergefallen. Ein Apfel. Ah, wie ja. ganz runter? Nee, hast du aufgenommen. Niederknie. Ja, ich habe drei Äpfel, falls du Hunger haben solltest. Bisher kein Hunger. Einen Donut hätte ich auch noch. Das ist so geil, ey. Ah, schön. Ja, ich klopf erstmal. Oh, mit dem Baum geht's nicht. Ach so, ich habe Shift gedrückt anstatt Steuerung. Ich war auch mal, wollte Holz. Ich war auch mal ganz schlau und habe diese Taste. Ich habe so gedacht, ach, die kannst du doch Tofte mit auf Shift legen, ne? Dann duckst dich einfach und dann kannst du halt gut einen Baum fällen oder so. Hat super geklappt. Bis zu dem Moment, wo ich so eine Platte mal wegkloppen wollte. Und dabei Shift gedrückt habe. Ja, kann ich mir vorstellen. War vielleicht doch nicht so gut die Idee. Ja, ich sehe einfach aktuell als Priorität, unsere Plattform noch ein bisschen auszubauen. Das sind noch so Welten, kann man da hinreisen? Wo sind Welten? Ja, da ist so ein Saturn, da ist so ein Mars oder was auch immer das Ehrlich darstellen soll. gesagt, ich weiß es nicht. Das sieht Da sehr ist ja weit auch was weg zu tun. aus. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob. Also es gibt Modpacks, da kann man das. Wie das hier in Sky Factory ist, keine Ahnung. Vielleicht wissen das ja die Zuschauer, die beiden. Meinst uns beide? Und können uns da Tipps geben oder so. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Hab keine mehr. Oh, wir sollten. Ich habe noch Also drei. ganz, ganz wichtig, ne, bei allem, was wir machen, Pat, ne, sollten immer darauf achten, dass wir wenigstens noch ein, zwei Saplings haben. Niemals alle Saplings verbrauchen. Weil Ich glaube, dann hat man verloren, ne? gerade jetzt im Moment ist das unser größtes Gut. Wenn, also so rein technisch ist das eigentlich auch dann ein Glücksspiel, ne? Ja, Wo du einfach nach einer Zeit keine mehr kriegst. wenn du den Anfang jetzt hast, eigentlich nicht, dann ist es eigentlich, ab jetzt ist es eigentlich Doofheit, wenn man verhaut. Ist leider so. Aber ich glaub ganz fest an uns, also. Ja, die erste Folge haben wir ja schon mal fast geschafft, ne? Also vielleicht kommt ja noch eine Ja, genau. zweite. Mal sehen, ob wir jetzt noch eine zweite machen, weiß ich nicht, also. Ob sich das jetzt unbedingt noch lohnt. Holz brauchen wir sowieso, Baum brauchen wir sowieso. Wie wär denn mal mit einer Kiste, wo wir einfach Sachen reinpacken könnten, wenn wir wollten? Ich glaube, das schnüffelt gerade einer an meinem Fuß rum. Siehst du, wie das? Du kannst jetzt nicht hier raufkommen, das geht nicht. Das tut mir leid. Komm, ich mach einfach mal so. Da jetzt ein Loch hin? Macht dich das traurig? Ein wenig. Das tut mir echt leid. Boah, ich muss echt noch mal mit der Steuerung klarkommen. Die Bücher, braucht man die jetzt eigentlich sehr dringend? Also wir haben tatsächlich ein Buch, Achievement Book. Und wenn du da mal reinschaust, da steht halt ein bisschen was zu Sky Factory und ab der dritten Seite oder so. Ja, sind so ein paar Sachen, wenn du die gemacht hast, kannst du die quasi abhaken. Use a crock on leaves to get saplings and silkworm.
Das hätten wir eigentlich schon gemacht. Ne? Ach Twerk so, macht er nicht automatisch. Oh, schade. nee, macht er nicht automatisch. Aber das Coole an der Kiste ist jetzt, dadurch, dass die neben dieser Werkbank steht, wobei ich von Tinker echt nicht viel Ahnung habe, aber wir können jetzt von der Werkbank aus auf diese Kiste zugreifen. Finde ich auch ganz nice eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir haben uns richtig gut gemacht. Wir haben richtig was geleistet, Junge. Wo ist eigentlich mein... Den hast du da reingepackt. toller Guck Haken mal. hier. Ja, wir können die auch noch toll in andere Sachen verwursten. Ich würde sagen, wir lassen einfach nochmal so einen Baum wachsen und kloppen den weg. Und ich zeige dir mal noch eine andere tolle Sache, die wir machen können. Ich frage mich schon jetzt, wir haben eigentlich nur das, die Ressource Holz. Holz, Holz. Ja. Findest du doof? Nee, doof nicht, aber was müssen wir eigentlich erreichen? Mehr Holz. wir Ja, können bei wegen Factory, ne? tatsächlich fast alles erreichen. Aber wie kriegen wir denn andere Materialien? Guck mal, was da drin ist. Da hier Erze? in der Kraftikstation. In der Kraftikstation. Ach so, da willst du, okay, da. Ja, das ist ein Behälter. Cool, ne? Aus Holz. Cool. Lass uns den bauen. Bau den mal. Habe ich. Da ist er. Boah, der steht dir richtig gut. Geil, ne? Ja, Hammer. Also ich finde, wir sollten den vielleicht hier hinstellen. Wie viele Saplings haben wir? 18. Nee, mehr. Ich nehme jetzt mal 8 Stück. Die werfe ich jetzt hier rein. Spinat, okay. Spinat! Yes! Jetzt erstmal die Pfeife rausholen und den Popeye machen hier. Hä? Das wird braun. Ja, nee, dann esse ich den nicht. Wird das jetzt hier so ein Komposthaufen oder was wird das? Ach, da oben Komposthaufen. steht das doch. Ja! So, fertig. Okay, Erde. Ja. Wir haben Erde gemacht. Ist das nicht geil? Das Ja gut, ist... das hätte ich mir vielleicht sogar noch zusammenreimen können, dass man aus Holz Erde schaffen könnte. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Du weißt ja schon alles. Ist ja der Wie kriegen wir Hammer. denn Gold und Diamanten? Witzigerweise wird das wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Oh, okay. Mal gucken, je nachdem, wie wir vorankommen. Wir sind ja jetzt auch nicht die Schnellsten. Aber wir haben Erde. Und was wir vergessen haben, ist unser Zeppling Ja, den musst du einzuschmelzen. doch erstmal abbauen hier, ne? Den oberen. Hast du noch gar nicht. Was? Ach Gott, da steht der noch. Warum sagt mir das denn keiner? Habe ich doch gerade eben. Oh. Ja, da hat wohl einer nicht zugehört. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte die wegwerfen. Was ja cool wäre, wäre noch. Wir brauchen sowieso so viele Sticks. So ein paar von den Dingern hier. Können wir die sichern oder was? Genau, pass mal auf, ich zeig dir mal was, was man damit auch machen kann. Daraus kann man nämlich auch so eine Chefsichel bauen. Die hält dann ein bisschen besser, gerade für größere Mengen Laub abbauen, wenn du denn diese Taste nachher gefunden hast in den Optionen.
Da werden wir gleich mal nachsuchen vor der nächsten Aufnahme. Und dann können wir auch dementsprechend schneller dieses Zeug da oben abbauen. Oder beziehungsweise du, weil ich kann es ja schon. Du, links sieht man jetzt bei mir ja die Sichel mit 115 als gelbe Zahl. Bedeutet das die Haltbarkeit oder? Ja, das sind, glaube ich, noch exakt die Blätter, die damit abbaubar sind oder so. Ah, okay. Cool, ne? Ja. Ist schon cool. Ja. Ich würde Oh. sagen, wir können das ja mal für diese Folge damit bewenden lassen. Was ist hier eigentlich los mit dem Baum? Keine Ahnung, ich bin eingesperrt. Ich irgendwie. Ah, jetzt geht's wieder. Ich befreie Danke. dich mal. Der ist aber nicht so hochgewachsen. Und können dann in der nächsten Folge geschwind weitermachen und mal Gas geben. Quasi so wie wir immer Gas geben. Das klingt gut. Das Erste, Okay. was ich mache, ist erstmal den Boden abbauen, aus Versehen dann. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt, was heißt das eigentlich? Wieso hast du auch nur ein Auge? Du hast ja nur ein Auge, Junge. Ja, ich weiß, das Kinder ist uralt hier. Könnt das mit meinen Leuten auch mal sehen? Da sind Haare, glaube ich, drüber oder so. Das Kind ist, glaube ich, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre alt, als das Spiel rauskam. Okay, dann stellen wir uns mal so schön nebeneinander. Ja. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ich mache das jetzt mal nicht, sonst haue ich dich aus Versehen.